Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Unsere Abenteurer-Heldengruppe, bestehend aus Professor Heisen, der bezaubernden Eleonore, Leutnant von Magwitz und der Kreatur des Dr. F., hat sich auf dem Weg zum Mars gemacht. Auf dem Mars angekommen, scheint alles ein bisschen anders zu sein. Plötzlich dürfen wir mit Heisen durch die Gegend rennen und nicht nur die Hintergründe seiner Familie kennenlernen, die zum Glück scheinbar nur in dieser Traumwelt existiert, sondern auch Rätsel lösen, an denen ich im letzten Kapitel ziemlich verzweifelt bin. Ihr habt mir zum Glück in den Kommentaren ordentlich weitergeholfen und ich habe es auch fast gelöst bekommen. Es gab nur eine Sache, die ich dann noch selbst errätseln musste in der letzten halben Stunde. Naja, es waren wahrscheinlich nur 10 oder 15 Minuten. Aber trotzdem. Also wir schauen uns das Rätsel nochmal komplett von vorne an sozusagen und dann erkläre ich einfach mal so ungefähr, wie das jetzt genau funktioniert. Also, das hier ist unser Startpunkt. Das ist der Salon oder das Wohnzimmer. Und hier müssen wir das erste Rätsel lösen. Tatsächlich ist das auch die erste Ziffer, die dann am Ende gefragt wird. Bei dem Rätsel muss man sich ein bisschen anstrengen. Da bin ich auf jeden Fall dem Fabian sehr dankbar dafür, dass er mich dann in den Kommentaren erleuchtet hat, wie genau die Reihenfolge ist. Darauf werde ich dann gleich noch eingehen. Am besten gehe ich direkt mal nach oben und zeige das mit der Reihenfolge nochmal. Das war ja hier direkt in dem Zimmer. Wo auch der Tresor steht, den werden wir auch gleich noch öffnen. Die erste ist fein, die zweite klein. Die dritte matt, die vierte satt. Es ist alles wirklich sehr wörtlich zu nehmen. Klein im Sinne von klein, weil kleine Kinder. Matt im Sinne von kaputt sein, also schlafen legen. Satt tatsächlich im Sinne von satt sein, also Küche. Und fein ist natürlich ein bisschen schwierig, das ist dann das Wohnzimmer. Dadurch ergibt sich dann die Reihenfolge, dass man eben zuerst ins Wohnzimmer gehen muss, dann ins Kinderzimmer, dann in das Zimmer von Heisen selbst und danach in die Küche. Wir können uns die ganzen Sachen ja nochmal kurz anschauen. Wir müssen uns jetzt erstmal keine weiteren Hinweise mehr geben lassen, denn wir sind ja definitiv zum Genius geworden, vom letzten Part zu diesem. So. Im ersten bekommen wir den Hinweis mit den Kontinenten, es sind tatsächlich 7. Das muss ich jetzt, denke ich, mal nicht nochmal vorlesen, das passt ja soweit schon. So, dann das nächste Zimmer ist ja das Kinderzimmer. Das war ziemlich knifflig für mich und hier hing ich auch ziemlich lange, weil ich dachte mir, ich hätte die Kombination gelöst. Ich habe ja schließlich alle Teddys gezählt. Nein, 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 das Rätsel schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Unten wuchtig, oben luftig. Doch zähle eifrig, so die Bitte, wie viel sitzen in der Mitte? Ja, in der Mitte ist natürlich, oder ja, mit der Mitte sind die beiden Betten gemeint. Gehe ich einfach mal von aus. Ich bin selbst am Ende nicht drauf gekommen, da hat mir dann noch ein Kumpel per Chat weitergeholfen, dass ich einfach nur die Bären in der Mitte nehmen soll und dass er das so verstanden hat und dass die Ziffer 2 da auf jeden Fall richtig ist und deswegen nehme ich das doch einfach mal so hin. Ansonsten, die 5 Farben haben sich ja von selbst ergeben, das hatte ich ja auch soweit richtig. Und dann gab es natürlich noch die Küche. Die Küche hat mir natürlich auch einiges an Kopfzerbrechen bereitet, aber ich bin am Ende noch drauf gekommen, dass es die Teller sind. Und ihr seht es ja, hier haben wir 2, 4, 6 und noch einmal 3 Teller, macht insgesamt 9. Und dann gehen wir jetzt einfach mal nach oben und dann geben wir unseren Code ein, 7259. Und dann müsste das ja eigentlich den Tresor öffnen, wenn es mir richtig gesagt wurde. Ein Schlüssel! Wer hätte jetzt damit gerechnet? Du nimmst einen Schlüssel. Du hättest 75 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wir speichern erstmal kurz das Spiel ab. Ich lege mir jetzt meinen Zettel wieder beiseite, den ich mir hier zur Hilfestellung geschrieben habe. Genau, die verschlossene Tür hier hinten. Was? Ich bin Captain Jean-Luc Picard vom Raumschiff Enterprise. Ist alles in Ordnung? Kann ich was für Sie tun? What the fuck? Ja! Der Herr aus sinnlosem Weltraum? Wie geil ist denn das? Oh, 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 das ist einer meiner großen Serienhelden. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Mist, ey. Ah, da gibt's doch gar nicht, ey. Ich bin Captain Jean-Luc Picard vom Raumschiff Enterprise. Ist alles in Ordnung? Kann ich irgendwas für Sie tun?
Sapalot noch eins. Wie machen Sie das mir da mit Ihrer Stimme? Junge, das ist ganz einfach, ja, jetzt hörst du mir mal zu, ne? In der Zukunft, Junge, ja, dafür fügen wir... Ja, du bist sowieso zu doof, um das zu verstehen, ja. Beinahe hätte ich die oberste Direktive verletzt, ja. Also, Junge, jetzt mach mir lieber einen Kaffee. Ja, ich bin echt Junge. Jetzt hör auf, an mir rumzuspielen. Kleine Schuchtel, du. Ich meine, hör auf, mit deinem Schirm da rumzuknuffen. Ich muss sicher gehen, ob Sie nicht auch ein Teil dieser Gaukelwelt sind. Denn genau das ist es doch. Eine marsianische Gedankenfalle. Ah, okay. Das ist nicht ganz das, was ich gedacht habe, aber es ist was Ähnliches. Die Marsianer waren es auf jeden Fall. Junge, also... Junge, jetzt hören wir echt mal zu, Junge, ja? Also der Nexus, der hat echt viele Gesichter, ja? Und Sie sehen gerade eines seiner finsteren, ja? Es ist genauso finster wie dieser schwarze, leckere Kaffee, Junge. Der Nexus? Ach, Junge, du bist echt zu doof, oder? Ein Zeitreiseparadoxon zwingt mich, Ihnen aus der Patsche zu helfen. Es ist alles sehr kompliziert, Junge, und jetzt... eher an den Haaren herbeigezogen, würde ich sagen. Junge, du bist so doof, aber ich kann mir vorstellen, dass du echt eine Menge Fragen hast, Junge, also... Was ist diese Gaukelwelt genau? Junge, das ist ein zu Wirklichkeit erstarrter Traum, wenn du das verstehst, ja? Hier wird das wahr, was wir uns am sehnlichsten ersehen, ja? Also ich hoffe, du bist nicht so doof, um das zu verstehen, ja? Eine Familie! Welche infame Familie, einen alten, einsamen Mann zu narren! Zum Glück wies diese Traumwelt kleine Fehler auf. Teils, teils, Junge. Die Herren des Mars sind geschickte Gedankenkünstler, ja? Sie können sehen, wonach sich ihr Herz verzerrt und spinnen dann eine maßgeschneiderte Illusion, Junge, ja? Also wenn du das jetzt verstehst, ja? Die hält dich nämlich gefangen, bis ihr wirklicher Körper entkräftet zugrunde geht, Junge, ja? Und ihr Geist ist ungewöhnlich stark, das wurde mir zumindest so gesagt, auch wenn ich es selbst kaum glauben mag, Junge. Und jetzt widersetz dich, Mann. Ich weiß, du kriegst das hin. Unbewusst und wohl gerade deshalb auch mit Erfolg. Eine perfekte Illusion. Nicht, Junge. Und einmal misstrauisch geworden, schmuggelte ich mir selbst Hinweise in das Gaukelspiel. So konnte ich es dank meines Genies enttarnen. Aber nun schlage ich zurück. Ja, Junge, mach das nur. Das hier ist echt nur eine Illusion, Junge. Ja, auch der Kaffee, der ist nicht echt. Ich habe Freunde. Wo sind sie? Junge, die sind in genau der gleichen Lage, in der du dich befindest, Junge. Professor meine ich, Junge. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jeder ihrer Gefährten ist in seiner eigenen Illusion gefangen und muss daraus befreit werden, Junge. Verstehst du das? Reicht es, sie einfach aufzuwecken? Junge, nein, Mann. Junge, das gibt's doch gar nicht. Wie doof bist du eigentlich? Sie müssen sie überzeugen, dass alles nur eine Illusion ist, und zwar innerhalb der Scheinwelt, Junge. Andernfalls wird sich der Geist ihrer Freunde nie davon lösen können. Verstehen Sie das? Die Technik selbst ist sehr einfach, Junge. Wir haben nichts weiter zu tun, als ihre Freunde zu berühren. Geht es in eine kleine Birne rein, Junge, Alter. Alter Sack hier. Da gibt's doch ein Aber, oder? Junge, jetzt hören wir nochmal genau zu, okay? Also, deine Freunde, die werden nicht so einfach von ihren Träumen lassen wollen, okay? Verstehst du das, Junge? Bist du da nicht so doof für, ja? Ihr Unterbewusstsein wird sie bekämpfen, Junge. Verstehst du das? Alles, was ich tun kann, ist, sie zu den jeweiligen Traumwelten ihrer Freunde zu befördern. Und den Rest müssen sie alleine hinkriegen. Schaffen sie das? Junge, hey, sie müssen schnell helfen, Junge. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich nenne sie immer Junge, obwohl sie fucking alt sind. Ja, eine ganze Zukunft hängt von ihnen ab. Eigentlich ist mir alles soweit klar. Junge, dann sag mir einfach, in welche Traumwelt du als nächstes willst, okay? Das, war ziemlich einfach. Dann wollen wir doch als nächstes mal in... Die von Mike Witz, ne? Junge, wir sind da. Es ist beinahe zu idyllisch für eine Fantasie unseres martianischen Leutnants. Hey, Soldat! Hat er Feuer? Oh, naja, als gestern, denke ich. Junge, was soll dieser Magwitz eigentlich sein? Ein Klingone oder was? Ein preußischer Leutnant. Jetzt wird es tatsächlich mal geklärt, dass wir uns in Preußen befinden. Oder befunden haben. Mittlerweile sind wir auf dem Mars. So, kann der Jean-Luc Picard uns irgendwie noch weiterhelfen? Nee, aber der könnte uns theoretisch woanders... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Und da werden wir uns auch nicht spoilern. Wir verweilen erst einmal hier. Halt!
General von Mackwitz hat ausdrücklich befohlen, dass er mir auch ja die Zivilistenbagage vom Leibe hält, Kerl. Tja, da wird es erstmal kein Weiterkommen geben, aber vielleicht kann uns ja dieses nette Pärchen helfen, ein Schaulustiger. Na, na, das sind unsere Plätze. Und nun belästigen Sie uns nicht länger, mein Herr. Ist das nicht ein zu gewagtes Treiben, Gnädigste, sich derart nah an das Gefecht zu wagen? Ha, von den Hügeln da hinten sieht man doch gar nichts. Leider will mein Mann nicht wieder ins Heerlager. Gestern hat er uns noch hereinbuxiert. Aber hier scheint es auf jeden Fall erstmal nicht weiter zu gehen. Okay. Okay, die Zivilistenbagage vom Leib zu halten. Um die Zeit machen beide Seiten meist eine kleine Gefechtspause. Nur hin und wieder wechseln wir ein paar Schüsse aus. Aus Respekt voreinander oder so. Halt! Aber ich halte doch schon längst. Stimmt. Weitermachen. Vielleicht müssen wir hier irgendwo einen geheimen Weg oder sowas suchen. Das wäre jetzt zumindest so meine nächste Idee gewesen. Können wir ja nirgends rüberspringen oder so. Oder müssen wir vielleicht in irgendeine andere Welt. Müssen wir die in einer bestimmten Reihenfolge machen? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich komme nicht rein, aber... Okay, dann, ich habe gerade keine Ahnung, wie es weitergeht. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir erstmal zu Fräulein Eleonore. Was mich hier wohl erwartet? Oh, hast du an die Karten gedacht? Wo denkst du hin, Teuerste? Glaubst du, ich vergesse auch unsere Eintrittskarten zu dem Ereignis der Saison? Wie du siehst, kannst du ganz beruhigt sein. Ich hatte die Karten dabei. Na, wenigstens das bekommst du hin. Genug. Gleich sind wir unter Leuten. Fall da bloß nicht aus deiner Rolle als liebes, treues, braves Eheweib. War sie jetzt nur gekauft oder... wer weiß. Eine Art Empfang? Das ist Fräulein Eleonores großer Traum? Die junge Dame scheint unter einem eklatanten Mangel an abgründiger Fantasie zu leiden. Ein Empfang. Das ist ihr Traum. Ein Empfang. Das ist auch geil. Da unten ist noch ein Speicherstand von Jim Hawkins. Den habe ich schon lange nicht mehr drüber gespeichert. Das sind Pferde, die Viren. Aha. Kutschen mit... Ganz unverkennbar. Hier geben sich die oberen 10.000 ein Stelldig ein. Ah, da ist doch bestimmt mit einem Buffet zu rechnen. Für eine kleine Leckerei ist immer Zeit. Professor, Junge, denk an deine Mission, Junge, ey. Ja, doch, sie unsinniger Mensch. Ganz unverkennbar. Hatte ich das gerade eben schon mal? Ja, okay, gut. Ja, okay, ganz unverkennbar noch einmal derselbe Text. Knechtartiger Mann. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was ich hier mache und wozu ich überhaupt gut bin. Sie wurden aber nicht besonders detailliert erträumt, mein Lieber. Das wird sein. Das wird sein, ja. Klingt plausibel. Wenn man das sieht, weiß man doch gleich wieder, wofür man eigentlich streitet. Für eine Triumphfahrt in so einer schönen, offenen Kutsche. Nein, ich streite allein für... Ups, jetzt habe ich irgendwas... Ich glaube, manchmal, wenn ich hier auf die falsche Taste drücke, dann kriege ich versehentlich die ganze Textbox durch. Dadurch werde ich wahrscheinlich auch schon in früheren Parts bzw. an anderen Let's Plays Texte übersprungen haben. Es tut mir auf jeden Fall leid dafür. Das ist ja, glaube ich, seitdem auch nicht wieder passiert. Rosa Kanine. Lediglich die Früchte heißen Hagebutte. Die Pflanze selbst hingegen... Oh, ich schweife ab. In der Tat tust du das heißen. Dieses offene Fenster dort sieht irgendwie auffällig aus. Der wird uns bestimmt nicht reinlassen. Guten Tag, mein Herr. Darf ich um Ihre Karte bitten? Guter Mann, ich habe weder die Zeit noch die Geduld, um mich auf derlei Spielchen einzulassen. Aber da ich Sie als verständigen Mann erkenne, weiß ich, dass Sie keiner dieser Kleinkarierten... Ihre Karte, mein Herr. Karte.
Ich bin sicher, wir können auch ein anderes Arrangement treffen. Zwinker, zwinker, bling, bling! Ihre Karte, mein Herr. Ist dieser Mensch denn ein Papagei? Ey, es ist eine Traumfigur, Heisen. Okay, das musst du verstehen. Ihre Karte, mein Herr. Das ist eine Traumfigur, das ist genauso wie in einem Videospiel. Die Stelle erinnert mich gerade wieder an diesen Film namens Existenz. Ich habe ihn schon mehrmals empfohlen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt an. Dort gibt es diese Situation genauso, dass einer der Menschen sozusagen im Spiel ist, in dieser virtuellen Realität. Dort interagiert er mit einem NPC und er reagiert sozusagen anders auf den NPC, als der NPC es erwartet. Und der NPC kann einfach nur seine Endlosschleife wiederholen, denn der NPC, ja, hat eben nur seinen Befehl, weil er in einem Spiel ist. Das erinnert mich gerade voll daran. Wie gesagt, schaut euch diesen Film an, auch wenn er stellenweise echt super creepy ist. Aber ich glaube, der ist mit Tobey Maguire oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Irgendwie war immer gut. Nee, Jude Law war das. Jude Law. Ich glaube, Jude Law war dabei. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber egal. Bedauerlicherweise ja. Er ist einfach nur ein Roboter. Können wir jetzt durchs Fenster rein? Ein offenes Fenster. Jetzt zeige ich, was ein Gelehrter vermag. Oh, Heisen ist zu klein. Heimtückisches Biest. Kannst du nicht ein Stück herunterkommen? Na, wenn das Fenster nicht zum Gelehrten kommt, muss der Gelehrte eben zum Fenster. Aber wie? Also Ideen hätte ich da einige, aber die werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Also entweder, okay, den Busch verschieben geht schon mal nicht, dann fragen wir doch den Herrn Picard, ob er nicht für uns, nee. Jetzt habe ich leider das Problem, dass ich F12 drücken muss. Da fehlt mir hier leider eine Abbrechenfunktion. Ein weiterer klitzekleiner Kritikpunkt, der mir recht egal ist, aber der natürlich minimal stört. Okay, da oben geht's also auch erstmal nicht weiter. Können wir mit diesen Laternen interagieren? Nein, warum frage ich überhaupt? Pferde wir noch vor sich hin. Hier gibt's so Triumphfahrten in Kutschen. Das gibt's auch gar nicht. Jetzt bin ich in diesen ganzen Traumwelten und ich komme nicht weiter. Bin ich zu doof? Übersehe ich hier schon wieder das ganz Offensichtliche? Oder... Ich meine, im Zweifel könnte ich natürlich nochmal zur Kreatur schauen die letzten paar Minuten, aber... Ich verstehe das gerade nicht. Warum zu doof gibt es hier gerade schon wieder keinen Fortschritt? Muss ich irgendwas ganz Spezielles machen? Das hier ist schon der richtige Weg, aber... Wir müssen vielleicht erst die Kreatur holen, damit die Kreatur uns dahin bringt. Okay, gut, wir versuchen einfach mal zur Kreatur zu gehen, dann haben wir wenigstens jede Welt gezeigt und ja. Machen wir das einfach mal. Ja gut, okay. Dann hören wir uns eben den Nussknacker an. Na gut, ist in Ordnung. Okay, gut, denn der möchte die Kreatur eben in einer Nussknacker, Wunder, Zauber, Weihnachts-, Winterwelt mit viel Brot und Bäckereispaß leben. Ist okay. Wir nehmen das einfach mal so hin. Außerdem kenne ich endlich mal ein Lied, das im Hintergrund läuft. Wenn ich schon diese ganzen Popstücke nicht kenne, dann... Oder Filmmusiken. Ja, egal. So einen Bäcker habe ich meinen Lebtag doch nicht gesehen. Himmlisch! Diese Rosinenbrote, und die Rumkugeln, da nasche ich nur zu gern. Das ist der sehnlichste Traum der Kreatur, ein Konditoreibetrieb? Junge, das ist noch gar nicht so mehr, ja? Also ich kannte mal einen Admiral, ja, hörst du überhaupt noch zu, Junge, ja, der wollte mal Holzfäller werden. Kannst du dir vorstellen, was für ein Dummkopf das war, ja, schrecklich. Okay. Aber, wir warten auch. Also stellen Sie sich gefälligst hinten an. Zappalot, diese Kundschaft ist aber auf Ordnung erpicht. Hier kommt wohl nur ein Zwerg Alberich mit seiner Tarnkappe weiter. Das sieht nach allerfeinsten Backwerkkunst aus. Hier ist wirklich ein Könner am Werk. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal hinter denen bleiben. Ein hohes, leeres Regal. Um es zu füllen, benötigt selbst die Kreatur eine Leiter. Du nimmst eine Leiter. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Leiter gefunden.
Vielleicht müssen wir jetzt einfach zwischen den Welten reisen. Genau, elende Gaukelei. Na gut, okay, dann haben wir hier zumindest eine Leiter gefunden. Dann zurück zu Fräulein Eleonore. Vielleicht müssen wir es ja so machen. Ja. Hoho, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Ach, wie oft habe ich da gefenstert. Das klingt gerade irgendwie pervers. Wir gehen auf jeden Fall mal hinein. Ja, okay, da hinten ist ein Cavern-Pfeil, wollte ich schon sagen. Ein kleiner Weg nach draußen, ein Pfeil nach draußen. Das ist bisher das erste Mal, dass ich so einen Pfeil in dem Spiel sehe, oder habe ich die davor einfach noch nicht wahrgenommen? Hoch, haben Sie mich erschreckt? Das klingt mir zu sehr nach Eleonore. Ich brauche mehr Frauenstimmen. Hoch, haben Sie mich erschreckt? Beinahe hätte ich ein Glas fallen lassen. Entschuldigen Sie mich nur bitte. Ja, das ist das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Das ist das hier. Ein silbernes Zigarettenetui. Das wird einem dieser jungen Weltmänner aus der Tasche gefallen sein. Du nimmst Zigaretten. Sehr schön. Ach, zuweilen spüre ich, wie mir ein Pfeifchen fehlt. Bekommen wir vielleicht eines Tages noch als Gegenstand. Verzeihen Sie, mein Herr. Ich habe das Buffet anzurichten. Genießen Sie doch noch so lange bitte die Veranstaltung. Es wirkt noch etwas schmucklos. Ja, ist er auch noch dabei, es anzurichten. Okay, damit können wir nicht interagieren. Ein paar Teller, die sich übereinander stapeln. Oh, es scheint festlich zu werden. Ein Glas. Ganz eindeutig ein Glas. Und mehr Gläser. Ich weiß nicht, wer das Dienstpersonal ausgesucht hat. Man lässt doch seinen Kittel nicht hängen. Für Fräulein Eleonores Verhältnis ist das ein geradezu verwegen wilder Traum. Du nimmst einen Kittel. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Das werde ich auf jeden Fall noch herausfinden. Ich kann diesen livrierten Esel schon wieder hören. Ihre Karte bitte. Ah, dem gehe ich besser aus dem Weg. Dann schauen wir doch mal hier. Und gütiger, was für ein infernalischer Lärm. Nein, 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 es ist nicht zum Aushalten, meine Ohren platzen gleich. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Kittel gefunden. Ach, wir haben einen Kittel und wir haben Zigaretten, die billige Version des Pfeifenkrauts. sehr schön. Das sieht mir auf jeden Fall nach Tauschgegenständen aus. Ich habe wieder hinausklettern. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, kann ich die Leiter wieder mitnehmen? Nein. Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, als würde es hier direkt jetzt irgendwie weitergehen. Die Frage ist nur, vielleicht kann ich mit den Zigaretten da jemanden bestechen oder so. Wir schauen einfach nochmal kurz in jede Welt rein. Ob wir vielleicht irgendwie spontan reinkommen. Ja. Halt! Was wollen Sie, Zivilist? Haha! Ich möchte die Herren nur mit etwas Tabak erfreuen. Ah, Sie kennen die inoffizielle Parole? Dann immer her mit den Geschenken. Nimm auch, Kamerad. Dann gehe ich jetzt ins Lager. Hä? Wie? Sie sind noch hier? Ja, ja, gehen Sie. Sehr schön. Ja, ja, ja. Das ist eine Lektion, die euch fürs Leben lernen, gegen Ende des Parts kommt immer der beliebte Zungendreher. Eine Lektion, die ihr euch fürs Ende eures Lebens merken könnt. Mit einer Packung Zigaretten oder besser einer Stange oder mehreren Stangen kommt man tatsächlich ziemlich weit. Vor allem im Ausland, wo die Leute alle ein bisschen einfacher zu bestechen sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das meine ich ernst. Gerade wenn ihr irgendwie in einem richtig armen Land seid, in einem Entwicklungsland oder so, oder in irgendeinem Land, das so an der Stufe steht, die Leute dort sind extrem bestechlich und wenn ihr dann eine Stange Zigaretten oder sowas dabei habt, dann könnt ihr euch Wege eröffnen, die euch sonst verschlossen wären. Das klingt simpel, aber es funktioniert wirklich so. Aber na gut, was uns hier bei von Mackwitz erwartet und warum der Schleicher oder von Schleicher, ich weiß es gar nicht so genau, ob er auch einen Adelstitel hatte, da hinten bei den Pferden rumsteht und was in Mackwitz Traumwelt alles vor sich geht, das werden wir im nächsten Kapitel von Die Reise ins All herausfinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich würde mich über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.